Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Micha. Und ich habe euch was mitgebracht. Ich wollte euch mal ein neues Set von Sembo zeigen. Genau. Und das wollte ich dir auch zeigen. Ja. Und zwar hier so einen roten Flitzer. Karton. Ist eine ganz neue Reihe, gell? Also. Ja. Ich war böse zu dem Karton. Oh ja. Oh, ach du liebe Güte, was hast du da gemacht? Ich gebe es zu, mich hat jetzt vorne gepackt. Du hast so Bock gehabt, also den zu bauen, dass du einfach der ist in den meisten Fällen noch um so einen braunen Karton drumherum eingepackt. Ja, und oben ist ein Henkel, und hier oder? Ist der, da war mal ein Griff. So, und ich will bauen. Und ich wollte diesen Karton, aus diesem braunen Karton, und es ging nicht. Ja, ich weiß, und irgendwann ist das Ding komplett durch die Wohnung geflogen. Und so hat es dann ausgesehen. Es tut mir leid, ich gehe normalerweise nicht so mit den Dingen um, aber diesmal, ja. Ja. Hebst du eher die Kartons auf oder schmeißt sie weg? Ich heb sie auf und schmeiße weg. Genau, das mache ich auch. So. Was? Nein, natürlich nicht. Ich heb sie komplett auf. Gut. Ja. Ja. Also, aber das Set ist toll zu bauen gewesen. Besser als der Karton. Mhm. Und jetzt zeige ich euch einfach mal. Setzt ja, davon. Auf jeden Fall. Also schick sieht er ja aus. Es ist schön gemacht. Ja, es ähnelt irgendwo einem italienischen Sportwagen. Ja. Ich meine, fast alle Sportwagen sehen italienisch aus. Und die Farbe ist italienisch. Natürlich rot, ja. Cool. Der kann was. Die meisten Sembo-Flitze, du hast ja auch schon was gebaut. Ich hab auch schon gebaut, Diese Pullback-Geschichte und so weiter. Mhm, richtig. Da geht nichts außer Pullback. Ja. Türen und so? Nee, nicht immer. Glaube ich, nicht immer. Ah, aber der. Okay. Der kann. Der kann. Dann zeig mal. Schau mal. Der kann Tür. Ah, okay. Mit Interieur und schön. Allem drum und dran. Okay, okay. Und der kann hier Tür. In Dark Tan, innen drin alles. Also das ist schon mal ganz schmuck, finde ich. Das finde ich, das gefällt mir. Ja. Mit Pedale. Oh. Ah, du musst so, so rum. Genau, da so sieht man es. Guck ja. Mal hier, da. Pedale hat er. Also keine Automatik. Ja. Hat ja auch einen Schaltknüppel, ein paar Knüppe. Okay. So, das ist aber die nicht alles, oder? Die Bauweise finde ich cool von den Türen. Weißt du? Ja, das sind ja hier mit so Hingeplates. Du Festen baust hier praktisch diese Wedges, ne? Ja. Weiß ich so. Ich werfe mit irgendwelchen Ausdrücken um mich. Also Dreiecke. Ja, das sind Wedges, ja. Flügel. Und dann kommt wieder hier so, nee, die Hinges sind ja nur hier vorne, die. Ja, auf jeden Fall gut gebaut. Ja, ja. Also ich meine, das passt auch sehr gut. Ja, das meine ich ja. Ja, mit diesen, was sind das, so Luft, wie nennt man die, diese Lufteinlässe, ja. Damit die schneller. Da liegst du doch schon sehr, gut. Ja, ja. Also Türenkanne. Hier vorne kann er nur, gut, das ist ja der Kofferraum. Auch das ist mit nichts drin. Aber schön hier mit Hydraulik. Ist der, darf ist man der, Hydraulik ist, sagen? Ist der Pullback hier Klammern? Vorne oder ist er hinten? Hier Pullbackt überhaupt nichts. Wer hat denn was für ein Pullback gesagt? Der hat kein Pullback. Ich dachte, er hätte Pullback. Nein. Okay, weil meiner hatte Pullback. Das ist ein richtiges Modell. Ah, kein Spielzeug. Okay. Ja, meiner hatte das, deswegen dachte ich. Ja, also. Deswegen habe ich ja gesagt, die Pullbacks. Die machen nicht mehr als Pullbacken, oder? Naja, also meinen, den ich jetzt gebaut habe, der kann auch Türen öffnen. Okay. Das war's auch. Hast du Glück gehabt. Aber der kann alles. Der kann das auf, der kann auch. Das ist ja ein, wie nennt man das? Ach so. Vielleicht ein Tagerdach? Ja, das oder so? Ist so ein Hardtop. Also. Dann kann man auch schön im Sommer. Weißt du, woran was mich das Auto erinnert? Du bist zu alt. Nee, du bist ja genauso alt wie ich. Es gab früher auf diesen Arcade-Spielmaschinen Outrun. Ja, Outrun, genau. Ja. Ja? Richtig, ja, stimmt. Stimmt, da gab's Leute, auch schaut es euch an. Also vielleicht kennt ihr das auch. Outrun, ja. Das sieht aus wie das Rücken. Du siehst ja das Auto immer nur von hinten bei Outrun. Genau, ja. Sag genauso, oder? Ja. Könntest du recht das haben. Das ist das Outrun-Auto. Boah, das ist schon ewig her. Das war bestimmt so 80er, 90er Jahre. 90er Jahre, irgend so. Ja, also gut, das kann man abmachen. Mhm. Und dann kann man noch... Warte. Wobei ich da nicht so ganz... Ach so, dann musst du erst den Spoiler abmachen, dass du rankommst. Ansonsten kommst du hier hinten auch noch... Aber auch nur so ein bisschen bedingt. Also du hast hier hinten einen Motor drin. Ja, man kann nicht so richtig reingucken, ja. Und dann klappst du das hier hoch, nur dann fällt dieses Teil hier ab. Okay. Aber ansonsten... Ja, aber so kannst du wenigstens den Motor zeigen, ja. Ein Motor drin. Und der Motor, den baust du als allerletztes. Mhm. Da ist das alles schon gebaut. Und dann setzt du ihn oben rein. Und dann setzt du den nur da oben rein. Und dann das natürlich als letztes. Und das wieder drauf. Ja. Mit der Fliese wieder.
Also ich weiß ja nicht, ob ich mich da vielleicht mit einer Nobbe vertan habe, weil die Fliese da abspringt, wenn ich es abmache. Aber da vorne sieht es aus, als ob er noch was könnte, oder? Nee, das sieht, glaube ich, nur so aus. Echt? Was meinst du denn? Hier, die... Kann er nicht die Scheinwerfer? Nein. Doch, natürlich. Also zumindest so ein Stückchen hier. Da sind so Scheinwerfer. Bam. Jetzt guckst du, hä? Ja, das hast du mir jetzt absichtlich verheimlicht, oder? Jetzt guckst du. Warte, muss ich das wieder hochbauen. Wie das anscheinend aussieht hier. So. So, und jetzt hier. Und jetzt hat er auch noch Scheinwerfer. Zack. Schön. Und das meinte ich jetzt mit dass es eigentlich ein schönes Modell ist, weil es... Das ist auch irgendwie... Ja, das ist so das Hardtop, das kannst du draufsetzen und absetzen. Alles gut. War da nicht die Spalte? Ja, dann bin ich wieder eins zu weit hinten. Mach jetzt nicht den Margo. Mach bitte nicht den Margo. Nein, wollte ich gar nicht. Ja. Ja, also Scheinwerfer sind ja auch da. Du kannst, wenn du möchtest, hier Schiebedach machen. Dann müsstest du aber... Ja, gut, das ist... Aber ich find's cool. Es sieht gut aus, es lässt sich wunderbar bauen. Ja. Es kann was, es hat Türen, die aufgehen, Motorhaube, die Scheinwerfer hier, diese typischen Schlafdinger da, diese... Ist was Schönes für zwischendurch, oder? Lang hast du wahrscheinlich nicht gebraucht. So. Frag mich nicht. 2 Stunden? Ach, ich baue doch keine 2 Stunden. Also nein, so schnell bin ich nicht. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt 1/2 Stunde. Das sind knapp 1000 Teile. Ja, okay. Ja, nee, dann ich gehe da auch ein bisschen mit Herzblut ran. Also da wird schon ein bisschen... Dann hat's. So, was ich aber noch sagen muss, ich war so ein bisschen... Vielleicht habe ich einfach ein schlechtes Set erwischt oder so ein paar schlechte Fliesen. Wenn man da genau hinguckt. Ja. Also ein paar Macken haben die. Aber da kann... Ist schade, ja. Also mit den Fliesen ist ja allgemein immer so ein Problem. Die sind halt... war der mit Tüten... Nummerierte Tüten oder ohne? Gut, dass du sagst. Ja. Nummerierte Tüten. Ah, okay. 9 Teile, Moment. Hm. 16 nummerierte Tüten. Mhm. Musst du aber alle aufmachen. Hä? Ich weiß nicht, warum sie die nummeriert haben. Okay. Die haben die durchnummeriert mit schönen großen Zahlen. Also in der Anleitung sind auch keine Bauabschnitte. Nein. Ich habe das aufgemacht, denke, wow, yeah, schöne okay. Kleine Bauabschnitte, immer ein Tütchen, alles aufmachen. Die Nummern interessieren nicht. Okay. Waren die Fliesen dann aber mit anderen Teilen in der Tüte oder waren die ein? Nein. Ja, und das ist dann halt das Problem. Dann vermischen sich die Fliesen mit den anderen Teilen und dann entstehen halt leider die Kratzer. Ja. Super Bauanleitung. Aber wie gesagt, nummerierte Tüten, die am Ende aber einem nichts bringen, weil... Schade. Weiß ich nicht, warum die sowas machen. Merkwürdig. Aber ein schönes Modell. Ja. Und Probleme hast du keine gehabt, oder? Ich habe nie Probleme. Nein, ich meine halt, also ich sag mal, ich habe diesen Kader Master gebaut, da habe ich Probleme mit gehabt. Gebe ich auch echt zu. Und das kann ja sein. Den hast du auch nur gebaut, weil ich das Ding nicht kann, weil ich weiß, ich kann es nicht, habe ich das gegeben. Ah, ja. Wir haben hier noch einen Beizettel mit beiliegen bei Bauabschnitt 118, Seite 51 ist die Hälfte. Das Teil ist einfach. Also in der Bau, ich könnte es euch jetzt zeigen, steht das zweimal bauen ach drin, so, okay. Aber das ist Käse, weil du brauchst ja einmal rechts, einmal links. Das ist einfach eine Erweiterung für die Anleitung. Die ist mit drin und noch ein Sticker. Ein Stickerbogen hier. Hast du nicht geklebt? Habe ich nicht geklebt. Nicht. Die 5 Aufkleber hier lassen wir gerade weg. Gut. Hat er aber Spaß gemacht? Ja. Nein, hat Spaß gemacht. Ja? Hier, auch einwandfreies Fahren. Also das ist jetzt nicht hier gut. Kein Schleifen, nichts. Sehr gut. Schön. Ist ein tolles Modell. Ja, auf jeden Fall. Ich fasse mal zusammen. Mach das mal. Oder hast du noch irgendeine ganz entscheidende Frage? Nö, vielleicht entdecke ich ja noch was, was du noch nicht entdeckt hast. Aber der kann doch schon alles. Ja, die Scheinwerfer hast du auch gedacht. Ich wollte doch mal, dass du das rausfindest, Freund. Ich meine, also hier, die Spiegel können sich bewegen. Ach, also ich fasse mal zusammen. Das ist der Super Sportwagen in Rot von Sembo. Die SY0001 mit 933 Teilen für 44,95. Das gute Stück hat eine Länge von 29 cm, eine Breite über die Spiegel von 14 cm und die Höhe hinten am Flügelchen sind 8 cm. Und für mich war es ein entspanntes Bauen. Mm, schön. Ich bin froh, dass ich ihn habe bauen dürfen. Cool. Ja, sieht auch toll aus. Ja, immer wieder und gern. Ist bespielbar. Ja. Also er ist ja... Fällt gut, gell? Ja, doch. Also und kein so ein Ratte-Ding, so ein Klapper-Ding, das ist gut. Aber wir haben ja auch noch ein paar Sets mitgebracht, die können wir mal zeigen. Ich fang an. Fang du an. Da Sembo uns ja beliefert hat, ja. Mit dem, haben wir gedacht, bestellen wir noch 1, 2 mit. Mhm. Da haben wir den jetzt am Start.
Also auch schön. Aus der Technik-Serie, Technik-Serie mit 678 Teile. Mhm. Irgend so ein Rennwagen. Hatten wir den nicht auch schon mal? Den hatten wir doch schon mal in groß vorgestellt, motorisiert. Erinnerst du dich? Der war auch von Sambo. Ich weiß nicht, ob das auch so war. Und dann habe ich hier noch einen Geländewagen. Mit 999, das ist ja goldig, 999 Teile. Da hätten sie einen mehr reinpacken können. So sieht's aus, also ein mehr. Bei Sambo sind, glaube ich, immer auch diese Teile drin mit drin. Ja, das stimmt, die sind immer mit drin. Gut, der sieht aber auch gut aus. Also der gefällt mir echt gut. Und du hast auch noch was am Start? So, ich habe hier auch noch mal einen roten Flitzer. Oh, das könnte die Schwester sein. Von dem. Und der hat Pullback. Hier sieht man es, der hat Pullback. Deine hatten keinen, habe ich auch eben noch mal geguckt. Deine beiden, also steht auch hier. Doch, der hat auch. Also die sind alle Pullback. Der blaue, der weiße, genau, der rote. Doch, stimmt. Pullback. Den hätten wir dann noch ganz neu gekriegt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch diesen schönen Oldtimer. Den baust du uns? Den habe ich mit nach Hause genommen, den habe ich auch schon gebaut und den stellen wir dann zusammen im nächsten Video vor. Das ist eine Idee. Der war auch wirklich hübsch, auch Pullback. Ich hatte auch mal so einen Oldtimer gebaut von Sambo. Ja? So einen roten, weinroten irgendwas. Also der hatte als Highlight ein Stoffdach, also ein echtes Stoffdach und matt-chrome Teile, sehr, sehr viele. Da bin ich gespannt. Super cool. Das zeigt er uns. Ja, auf jeden Fall, mit dir zusammen. Ja, also da seht ihr... Soll ich mich freuen? Ich hoff's. Gut. Ich freue mich. Sehr schön. Ja. Gut, da haben wir ja genug Matthias, im Petto. Würde ich sagen. Dann war's das für heute aus dem Noppenstein-Studio von Plubrix. Noppensteine kann man nie genug haben. Und viel Spaß beim Bauen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ja, hast recht hier. Outrun. Das ist mir immer erst aufgefallen. Ja, doch, wirklich. Aber du siehst ja tatsächlich, aber im Titelbild sieht man, glaube ich, ganz irgendwie. Ehrlich? Ja. Doch. Ich meine, beim Fahren, das ist ja so ein, halt schon so lange das her. War so ein Third-Person-Geschichte, du hast. Genau, ja, aber cool. Hat ein paar Markstücke gekostet. Markstücke, ja.